Kein Geknutschen, kein Olma und keine gute Polizeiarbeit. Peter Show Weekly, der satirische Wochenrückblick. Und in unserer allerersten Ausgabe starten wir mit... Wer macht so etwas? 150 Jahre ist eine Linde im Rieterpark Zürich friedlich vor sich hingewachsen. Bis jetzt. Nein, nein, sag ich. Auch wir kommen nicht an Corona vorbei. Das Virus hat einschneidenden Einfluss auf unser Leben. Ganz hart trifft es dieses Jahr auch die Ostschweizer. Denn ihre Landwirtschaftsmesse, Olma, muss wegen Corona abgesagt werden. Keine Olma, das heisst auch kein Säulirennen. Nein, und auch nicht Sepp, wo ohne die Hände zu waschen die Männer aus den Toiletten rausstürmen. Aber Corona trifft nicht nur die Ostschweiz. Generell darf bei Freilichtspielen nicht mehr umgeknutscht und geschnauert werden. Damit sind Freilichtspiele wohl nicht mehr für Bachelor-Kandidatinnen. Apropos Schreien. Streit gibt es auch im echten Leben. Zum Beispiel zwischen Mr. Corona, Daniel Koch und Epidemiologen. Die streiten sich über die Massnahmen vom Bund. Und das, obwohl der Daniel Koch jetzt schon eine Woche nicht mehr im Amt ist. Eine Woche nach dem Abgang vom Koch immer noch streiten. Sonst gibt es dafür eigentlich nur einen Grund. Lebensmittelvergiftung. Ja, und beim Streit der Experten geht es aber um ein Virus. Streit wegen einem Virus, so etwas hat man sonst nur nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr. Bei all dieser Isolation und den Massnahmen kann einem Corona ziemlich an den Rand vom Wahnsinn bringen. Kein Wunder, hat die Kantonspolizei Basel-Stadt adäquat auf genau das reagiert. Ja, und dann doch das bekloppte Video da rausgehauen. Das Virus existiert immer noch. Doch bei der Prävention wurde ein Held erschaffen. Corona-Man. Ja, und was meint eben gerade genau die junge Zielgruppe dazu? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Die Polizei selber steht aktuell weltweit in der Kritik. Der Grund, noch immer werden Menschen aufgrund von ihrer Hautfarbe von der Polizei nachweislich diskriminiert. Der Fall George Floyd hat das einmal mehr deutlich gemacht. Was auch viele stört, noch immer gibt es Statuen von Rassisten und Menschenfeinden aus der Kolonialzeit. Oder wie der Donald Trump sagen würde, Vorbilder. Rassismus, das ist traurigerweise ja schon fast mit Donald Trump seine sportliche Nebendisziplin. Natürlich, kurz nach Golfen und Twitteren. Nicht in den Fingern, sondern in den Knie hat es allerdings der Roger Federer verwünscht. Weil er seine Knie noch ein zweites Mal müssen operieren musste, fällt er das verbleibende Jahr aus. Und so langsam startet der Fortbestand von Roger Federer seiner Karriere auf wackeligen... Ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Oder knüht er sich echt nochmal richtig rein? Hey du, ich bin zwar nicht der richtige Corona-Man, aber ich habe eine richtige Aufgabe für dich in diesen schwierigen Zeiten. Klick hier auf Abonnieren, dann gibt es jede Woche was in die Augen. Und da findest du eure einwandfreie Videos. Unsere Glocke die ist übrigens virenfrei. Hey, also bleib gesund, ich muss noch Desinfektionsmittel bestellen. Ha!